Jo Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut, ihr hattet ein geiles Wochenende. Ich dachte, ich hau mal wieder ein kleines FL Studio in Anführungsstrichen Tutorial raus, weil mich viele gefragt haben, wann endlich mal wieder ein FL Studio Video kommt. Und heute ist Montag, also zumindest bei mir. Eigentlich wollte ich dieses Video gestern schon produzieren, beziehungsweise aufnehmen, aber irgendwie hatte ich nicht so Bock. Deswegen gibt es heute ein kleines FL Studio, wie gesagt in Anführungsstrichen Tutorial. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Aber bevor wir jetzt zu FL Studio kommen, wollte ich euch noch kurz ein, zwei oder fünf Sachen sagen. Und zwar, Nummer 1, ich habe seit, Moment, ich tue jetzt erstmal Kopfhörer aufsetzen, weil sonst geht da gar nichts. Ich habe es geschafft, nach über einem Monat endlich mal wieder einen neuen Melbourne Bounce and Bass Mix aufzunehmen. Den findet ihr auf meinem anderen Kanal. Ich verlinke euch, oder den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Schaut gerne mal vorbei, ist ziemlich fett geworden. Wir können ja mal ganz kurz reinhören, aber nur ganz kurz. Ja, bisschen Psy, bisschen Bounce, bisschen Bass, alles mit dabei. Deswegen schaut gern vorbei, Link wie gesagt unten in der Beschreibung. So, zweites Thema, das wollte ich eigentlich schon im letzten Video sagen. Leute, ich fahre in gut einer Woche in den Urlaub und ich weiß nicht, wie ich das mit den Videos in der Zeit, wo ich halt im Urlaub bin, machen werde, ob ich irgendwelche Videos auch hochladen werde. Also ich bin jetzt 9 Tage im Urlaub. Ja, die Frage ist, ob ich es schaffe, Videos vorzuproduzieren, weil meistens mache ich so, ich nehme ein Video auf oder ich habe irgendeine Idee, produziere das Video, schneide das Video und lade es dann an dem gleichen Tag oder am nächsten Tag gleich hoch. Jetzt muss ich schauen, ob ich das dann auch schaffe, wenn ich im Urlaub bin, beziehungsweise halt, dass ich Videos vorproduziere. Wenn ich es nicht schaffen sollte, Leute, schaut gerne mal auf mein Instagram-Profil, ich weiß, schon wieder Werbung. Sei es mal so hingestellt, dass ich es nicht schaffen werde, in den 9 Tagen irgendein Video hochzuladen, dann könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen, weil auf Instagram wäre ich, glaube ich, täglich Stories posten bzw. hochladen. Natürlich auch ein paar Bilder, ist ja klar. Und genau, wenn ihr up to date bleiben wollt, könnt ihr mir da gerne folgen. Link ist auch unten in der Beschreibung. Und genau, was ich auch nicht vergessen will, ich streame ja seit gut 3-4 Tagen schon auf Twitch. Ihr habt hoffentlich das Video gesehen, dass ich auf YouTube jetzt 90 Tage nicht streamen kann. Deswegen schaut auch gerne da nochmal vorbei. Link findet ihr auch wieder unten in der Beschreibung. Ihr findet eigentlich alles unten in der Beschreibung. Ich glaube, das brauche ich euch jetzt echt nicht in jedem Video sagen. Deswegen schaut einfach mal vorbei. Streams sind eigentlich immer ganz lässig. Sind ein paar Leute da. Wir quatschen ein bisschen, beziehungsweise wir unterhalten uns in den Chat. Und ich würde sagen, Leute, wir fangen mal mit dem Video an, weil sonst rede ich noch 5 Stunden. Was will ich euch in diesem Video zeigen? Und zwar eigentlich den magischen und besten Synthesizer, meiner Meinung nach, für EDM, für ja, eigentlich alles. Und ist auch gar nicht so teuer. Wie, ich kriege jetzt Schluck auf. So, und ich würde sagen, wir switchen in FL Studio. Los geht's. So, FL Studio kennt ihr mittlerweile, hoffe ich zumindest. Also ich werde in diesem Video nur auf den Synthesizer eingehen, nicht auf irgendwelche Funktionen bzw. Sample Packs oder sowas, sondern rein um den Synthesizer. Und zwar nennt sich der Anna, das habt ihr wahrscheinlich auch schon im Titel gelesen oder im Titelbild gesehen. Anna ist ein mega geiler Synthesizer und ich muss ehrlich sagen, damit könnt ihr eigentlich einen kompletten Song, einen kompletten Remix oder sonstiges erstellen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ihr müsstet eigentlich mittlerweile wissen, dass ich eigentlich sehr, sehr selten mit Synthesizer arbeite. Erstens, weil das so umfangreich ist und zweitens, ich habe so viele Sample Packs und mir macht es mit Sample Packs viel mehr Spaß. Trotzdem will ich euch in dem Video den vorstellen bzw. zeigen, weil mich viele Leute angeschrieben haben, hey, kannst du einen guten Synthesizer empfehlen? Welchen benutzt du? Welchen würdest du dir kaufen? Und ich dachte mir, komm, wir starten jetzt mal wieder so eine kleine Serie bzw. so eine kleine Reihe. Welche Synthesizer benutzt du? Welche Effekte benutze ich? Was kostet der? Wo kann man sich die kaufen? Und so weiter. Deswegen wird es hier auch ja eine kleine, wie sagt man da, so eine kleine Reihe geben. So eine kleine ja, Synthesizer-Playlist, wo ihr dann die Videos anschauen könnt, welche ich vorstelle, welche ich empfehlen kann. Und
Ja, so, was kann der Synthesizer, wenn ihr den Synthesizer Anna startet? Die wichtigste Frage ist, wo kann man sich den überhaupt kaufen? So, das Einfachste, was ihr machen könnt, ist einfach nur in Google a.n.a und dann gibt es hier noch Synth ein und dann findet ihr, genau, es gibt ja schon NA2. Ah, okay, also wie gesagt, ich habe den ersten. Hier kann man zum Beispiel sehen, was der kostet. Gerade im Angebot 109,33 €. Ja, ich packe euch mal den Link unten in die Videobeschreibung. Hier gibt es das ultimative Preset-Bundle für knapp 200 €. Aber ich sag mal, für den Einstieg würde ich euch das jetzt nicht empfehlen, sondern schnuppert erstmal rein. Ich weiß ja nicht, ob ihr auch nur mit Sample Packs arbeitet, aber ich muss ehrlich sagen, mir macht es viel mehr Spaß mit Sample Packs. Und genau, ich suche jetzt trotzdem mal. Seit wann kann man das bei eBay kaufen? Lol. Okay, man kann hier echt Synths kaufen. Das ist krass. Das wusste ich selber nicht mal. So, aber ich will trotzdem euch. Schauen wir einfach mal hier drauf. NA2. Also anscheinend gibt es NA1 bzw. NA erste Version gar nicht mehr. Hier sieht man zum Beispiel, wer damit alles produziert. Nicky Romero, David Guetta, ETC. Ja. Das ist aber schon komisch, dass man den nicht mehr kaufen kann. Moment, Leute, ich schaue noch mal kurz nach. Ich habe gerade festgestellt, beziehungsweise jetzt nichts mehr gefunden, dass man die erste Version noch irgendwo käuflich erwerben kann. Ich vermute aber, und ich denke auch so, wie ich das jetzt gerade gesehen habe im Internet, dass die zweite Version genauso basiert, beziehungsweise ein paar neue Sachen, ein paar neue Funktionen hat. Aber ich wollte euch den jetzt trotzdem mal zeigen, weil ich habe NA2 gar nicht. Genau, also wenn ihr das startet, hier das komplizierte Overlay. Also ich finde schon ein bisschen viele Knöpfe, bisschen viele Regler. Deswegen lasst euch davon nicht irritieren, sondern ich will euch einen simplen Trick zeigen, obwohl Trick ist es eigentlich auch nicht, sondern so könnt ihr euren Synth gleich einsetzen bzw. finden, den ihr haben wollt. Und zwar hier oben gibt es die verschiedenen Bereiche bzw. Kategorien. Man startet mit Bass House, also Bass House, und hier rechts nebendran findet ihr dann die Presets und ihr könnt dann hier sozusagen mit dem Pfeilen durchseppen und es sind vorgefertigte Presets, die in Anna gespeichert worden sind. Ihr könnt auch selber welche abspeichern, aber fragt mich jetzt nicht wie. Schauen wir mal den ersten Synth an, beziehungsweise das erste Preset. Ich spiele jetzt mal was auf dem Keyboard. Okay, das geht schon so, ja, Bass House, wie schon da steht. Man hat hier Bassdonker. Also hier gibt es verschiedene Sachen, genau. Und wenn ihr dann weiter seppt, kann es sein, dass er schon in die nächste Kategorie switcht. Dann haben wir zum Beispiel Basstechno. Genau, also ihr habt sogar Kicks und Subs und was weiß ich alles. Eine geile Lead, aber ich würde sagen, wir schauen jetzt mal Basshaus. Der ist halt auch böse. Genau, und dann könnt ihr halt hier den Ton eigentlich noch komplett verändern. Ja, ich habe mich, wie gesagt, damit auch noch nicht so richtig befasst. Hier unten habt ihr noch irgendwelche Delays zum Einstellen, Reverb, einen Kompressor, einen externen, also für dieses Preset. Und es ist halt schon sehr umfangreich. Und genau, ich kann euch mal zeigen, man kann sogar Melbourne Bounce machen. Jetzt muss ich nur schauen. Zum Beispiel mit dieser Lead oder mit diesem Preset könnte man einen fetten Bounce Drop machen. Aber da gibt es noch geilere. Also wie gesagt, da gibt es so viele Möglichkeiten. Und wie gesagt, man kann dieses Preset, wenn ihr das jetzt zum Beispiel, wenn ihr zum Beispiel jetzt Blendive 6 heißt es jetzt, dann könnt ihr hier, passiert wieder nichts, gutes Volumen, dann könnt ihr hier noch verschiedene Zusatzeffekte und was weiß ich. Moment. Ich spiele jetzt immer den gleichen Ton. Und ich verändere jetzt hier nur, wie sagt man da, in dem ersten Bereich was. Man kann auch hier Bassbreite und
Also, wie gesagt, da kann man so viel machen, man kann da echt einen eigenen Song produzieren. Und ich wollte euch den einfach mal vorstellen, weil wenn ich mal nicht mit Sample Packs arbeite oder mir gerade nicht danach ist, mit Sample Packs zu arbeiten, dann greife ich eigentlich immer auf Anna zurück, weil es einfach mega geil ist. Also Step House gibt's. Also so richtig Oliver Helden-Style. Was gibt's hier noch? Was haben wir noch? Strings. Damit arbeitet zum Beispiel Timmy Trumpet und Will Sparks ziemlich viel. Aber Moment, ich hatte hier ist er. Den könnte man halt auch noch komplett. Komplett verändern. Amazing Pad Plug. Der ist zum Beispiel geil für einen Techno-Song. Und dann schön ein Delay raushauen, Alter. Schon nice. Bass, Wibbles, wie man das ausspricht. Also hier gibt es so abnormal kranke Dinge. Mega Deep, also Deep House könnt ihr auch machen. Irgendwo war aber noch ein geiles Preset. Hier Techno vom Feinsten. 90er Bass. Also hier gibt es wie gesagt so geile Sachen. Ihr könnt es auch hier einen Abfilter draus bauen. Also wie gesagt so viele Möglichkeiten. Und ich dachte mir, ich zeige euch einfach mal den in dem Video. Mich würde jetzt mal interessieren, arbeitet ihr mit Sample Packs, also wenn ihr produziert, oder arbeitet ihr mit Synthesizer? Wenn ja, mit welchen Synthesizer arbeitet ihr? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare, das würde mich mal interessieren. Genau, was ich euch noch ganz kurz sagen will, das wissen auch viele nicht. Wenn ihr euch FL Studio holt und ihr das auf der Homepage von FL Studio, also ImageLine, runterladet. Moment, wir gehen jetzt nochmal auf die Homepage. Genau, also ImageLine ist FL Studio in dem Sinne. Ihr könnt hier diese Demo runterladen. Also einfach mal ein paar Tage testen, ob das was für euch ist oder nicht. Wenn ihr jetzt nochmal ganz oben in die Übersicht geht und dann auf Plugins drückt, kann man von FL Studio, also ImageLine, direkt. Moment, ich muss das wieder original anzeigen. Kann man direkt Synthesizer und Effekte und sowas kaufen. Man kann es auch hier nochmal eingeben, Synths, komplettes Bundle, Effekte nur fürs Handy, irgendwelche Zusatztools. Und was ich auch oft sehe bei Produzenten ist zum Beispiel den Edison, machen viele oder haben viele. Dann haben viele den Effektor, den benutzen viele, also das sind so Zusatzdinger. Crossbeat sehe ich auch sehr, sehr häufig. Man kann sogar. Was die Sachen bringen. Also hier hat man sozusagen eine E-Gitarre. Der Effektor bringt diesen Effekt. Also ihr habt hier dann so einen Flanger. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Moment, Leute. Ist der umsonst? Ist der schon dabei? Ah, okay. Mein Fehler. Effektor ist zum Beispiel auch dabei. Also man sieht hier auch auf der Seite, was schon in dem Programm dabei ist, wenn jetzt hier unten keine Preise stehen. Also Crossbeat wird oft genutzt, Harmor, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Harmless ganz oft, Maximus ist halt auch ziemlich nice und man sieht halt hier auch die Preise, 180 Euro für den Synthesizer und deswegen arbeite ich auch viel mit Sample Packs zum 10. Mal. Hier auf der Seite könnt ihr euch sozusagen zahlreiche Plugins und so weiter und Effekte kaufen. Und euch ein bisschen informieren, was die so können. Und ja, sonst gibt es einfach in Google ein oder schaut, was es so gibt. Oder gibt es einfach Synthesizer VST ein. Da werden euch auch zahlreiche vorgeschlagen. Es gibt zahlreiche kostenlose. Aber ich wollte heute in dem Video einfach nur auf Anna eingehen, weil der meiner Meinung nach sehr geil ist und man schon echt viel machen kann.
So, und ich würde sagen, Leute, wie ich kriege jetzt Schluck auf. Nein, ich muss niesen. Jedes Mal, wenn ich ein Video drehe. Immer. So, Leute, ich beende das Video, sonst wird es noch 10 Minuten länger gehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben. Vergisst nicht, unten in der Videobeschreibung vorbeizuschauen. Da findet ihr die ganzen Links. Schaut gerne auf Twitch vorbei. Es sind jetzt schon viele von YouTube rübergekommen, beziehungsweise folgen mir da auch schon. Ich werde morgen Abend, also für euch dann übermorgen. Hä, was rede ich da? Ich werde die Tage jetzt noch, bevor ich in Urlaub fahre, ein paar Streams starten, ein bisschen mit euch quatschen, ein bisschen Musik machen, ein bisschen auf Reaction-Videos eingehen, beziehungsweise auf lustige Fails oder sowas. Und jetzt melde ich mich ab, Leute. Danke fürs Zuschauen. Schreibt mir noch eure Meinung. Gebt mir noch einen geilen Daumen nach oben. Haut rein. Bis dann. Und ciao. Haut rein. Bis dann. Und ciao. Genau jetzt, wo ich mich verabschieden will, verabschiedet sich meine Kamera.